Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir mal etwas, was ich dieses Jahr sowieso öfter machen möchte, und zwar ansitzen und pirschen auf Wildtiere in der Dämmerung. Wir haben 15.37 Uhr, um 17 Uhr ungefähr wird die Sonne weg sein und ich hoffe mir, dass vielleicht Rotfüchse oder Rehe rauskommen. Ich bin hier an einer Wiese, die ich oft sehe, wenn ich mit dem Auto vorbeifahre, und hier habe ich abends schon öfter Rotfüchse und Rehe gesehen, deswegen habe ich die Hoffnung, dass ich heute was kriege. Der Wind kommt genau auf mich zu, das heißt, wenn ich ins Feld reinlaufe, dann kriege ich Wind ins Gesicht. Die Tiere werden mich nicht wittern können. Ich bin auch ein bisschen getarnt heute, wie ihr sehen könnt, damit wir einfach höhere Erfolgschancen haben, und ich bleibe hier einfach, bis es dunkel wird. Das Einzige, worauf ich gerade noch hoffe, ist, dass der Regen nachlässt, weil ich jetzt nicht besonders viel Regenschutz für meine Kamerasachen dabei habe. Aber ich denke, das wird funktionieren. Wir gehen jetzt erstmal aus dem Auto und machen das Equipment ready. Ich bin heute auch zum ersten Mal mit meiner niegelnagelneuen Sony Alpha 7 IV draußen. Ich bin richtig gehypt. Ich habe die noch nie zum Wildtierfotografieren benutzt. Ich war jetzt einmal draußen und habe ein Reel gedreht für Instagram. Und ja, die Videoqualität ist schon Oberhammer. Jetzt möchte ich aber auch noch, dass die Fotos überzeugen. Da dran das Sigma 150-600 DGDN für den E-Mount. Und wir hoffen mal, dass wir heute auch was zum Fotografieren vor die Linse bekommen. Mein Plan ist es, jetzt langsam hier an diesem Flusslauf entlang zu laufen, bis ich irgendwann eine Stelle finde, an der es sich lohnt anzusitzen, weil da vielleicht mehrere Tiere vorbeikommen könnten. Eine Engstelle oder sowas in der Art, vielleicht ein Zaun oder eine Öffnung zum Wald hin. Oder halt, vielleicht sehe ich direkt ein Tier, wo ich mich dann einfach verstecke und darauf warte, dass es auf mich zukommt. Das wäre natürlich Idealbedingungen. Ich hoffe einfach, dass das passiert. Meistens passiert halt eben leider nichts, und 90% der Male, wo man rausgeht, findet man kein Tier. Aber für die 10%, wo man ein Tier sieht, lohnen sich die anderen 90%, die man rausgeht. Und deswegen tue ich mir das Ganze hier wieder mal an. Ich habe sogar diesmal meine Handschuhe vergessen. Toll, die werden jetzt ein bisschen leiden. Aber wenn ich dafür heute ein schönes Bild machen kann, dann ist es das wert. Wisst ihr noch, als ich gerade gesagt habe, dass man in 90% der Fälle ohne Foto nach Hause kommt? Wir sind auf jeden Fall schon mal unter den 10%. Da vorne sind Bisamratten. Und also mit denen habe ich hier am wenigsten gerechnet. Sitzen da einfach auf der anderen Seite vom Fluss. Ich filme sie schon ein bisschen. Ich bin so begeistert von dem Autofokus von der A7 IV. Der packt einfach den Fokus aufs Auge und trackt das, während die laufen. Es ist crazy. Es ist einfach crazy. Krass. Die Nutrias haben sich in ihren Bau zurückgezogen, das heißt, ich halte jetzt auch ein bisschen Abstand. Die Tiere brauchen Ruhe, dann lasse ich ihnen die Ruhe. Ich habe ein paar coole Aufnahmen machen können. Natürlich sehr hohe ISO-Zahlen, ich muss mir das nachher mal angucken. Ich war teilweise in 4K 60 FPS auf 32.000. Das kann meine ZV E10 eigentlich schon gar nicht mehr richtig schön darstellen. Deswegen bin ich echt mal gespannt, was die A7 IV draus macht. Ich habe nur Gutes gehört. Ich werde jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter hier den Fluss entlang laufen. Es wird langsam dunkel, zum Glück regnet es nicht. Das heißt, das ist schon mal echt ein schöner Angenehmheitsvorteil. Und wenn ich eine schöne Stelle sehe oder noch irgendein Tier, dann melde ich mich definitiv zurück. Ich habe das Gefühl, ich werde mehr Erfolg haben, wenn ich von der Straße wegkomme und hier einfach einmal den Bach überquere und dann auf der anderen Seite weiterlaufe. Da bin ich auch ein bisschen geschützter vom Regen und Wind, falls der stärker wird. Und hoffe einfach, dass ich näher an der Natur bin, wo die Tiere auch rauskommen aus dem Wald und den Feldern da oben, wo weniger Agrarwirtschaft ist. Okay, das sah eben noch leichter aus.
von weit weg. Den Sprung würde ich mir ohne Kamera zutrauen, aber mit dem fetten Objektiv und der A74 gehe ich das Risiko lieber mal nicht ein. Mal gucken, ob ich einen besseren Spot zum Überqueren finde. Na, wer sagt's denn? Eine Brücke, mehr braucht man doch nicht. Hier haben wir was, wo wahrscheinlich der Fuchs dran war oder ein Raubvogel. Ich kann es gerade schwer identifizieren. Es könnte ein Buntspecht gewesen sein. Eieiei. Vielleicht kommt hier nachher der Fuchs vorbei. Wind und Regen werden stärker. Es wird auch schnell dunkel. Das Problem ist, bei Tieren in der Dämmerung, man muss wirklich Glück haben im richtigen Moment. Weil Tiere kommen halt in der Dämmerung raus, wenn es dunkel wird. Und du musst dann bereit sein, wenn noch genügend Licht da ist, um ein schönes Foto zu machen, aber die Tiere trotzdem schon auf Trab sind. Weil da machen es Minuten aus, ob das Licht weg ist oder das Tier noch nicht da ist. Und da muss einfach auch eine Riese Glück dazugehören. Ich versuche jetzt noch ein bisschen weiter zu laufen. Das Problem ist, wenn ich zurück zum Auto gehen will, könnte ich theoretisch immer noch Fotos machen. Aber dann geht der Wind natürlich in die andere Richtung und jedes Tier wird mich sofort riechen. Ich muss mir da noch überlegen, was ich da am besten mache, dass das am Ende funktioniert. Aber solange ich noch kann, folge ich dem Bach bis zur Waldböschung und schau mal, ob ich da noch Glück habe. Wenn nicht, ich bin auch schon super zufrieden mit den Bisamratten, die wir aufgezeichnet haben. Das ist für mich schon genug für heute. Alles, was jetzt kommt, ist on top. Und natürlich, ich will einfach einen Rotfuchs haben. Das ist mein Traum seit einigen Jahren schon. Ich habe das Gefühl, heute wird es nichts. Aber man weiß ja nie, ne? Das ist, was ich sehen möchte. Spuren. Ihr müsst mir sagen, was das für Spuren sind. Ist das Fuchs, Bisamratte, Marder, vielleicht Otter? Ich habe keine Ahnung. Größenvergleich, meine Hand daneben. Da ist der Schnee gut für. Die Spuren, die wir suchen. Und sie führen in diese Richtung. So, dem Bach zu folgen hat ein Ende. Der Bach geht da langsam in die Zivilisation zurück. Und hier ist nur noch ein großes offenes Feld, da werde ich kein Glück haben. Hier geht ein Weg in den Wald rein, parallel zu dem Weg, aus dem ich gekommen bin. Und den werde ich jetzt einfach langlaufen. Ist ein bisschen windgeschützter. Das heißt, obwohl wir gegen den Wind laufen, ist es weniger problematisch. Und ich komme Richtung Auto und kann dann wieder rechts zum Auto gehen. Und habe die ganze Zeit eigentlich aus Sicht unten auf dem Bach. Ich bin jetzt gleich wieder zurück am Auto. Ich könnte jetzt einfach alles einpacken, gehen und sagen, es ist zu dunkel, ich krieg eh nichts mehr hin. Aber wie ich eben gesagt habe, es geht darum, einen richtigen Moment zu kriegen, wo die Tiere rauskommen, aber noch genügend Licht da ist, um Fotos zu machen. Ich werde jetzt kein Top-Foto mehr machen, aber wir haben heutzutage so gute Software zum Entrauschen, Topaz AI und Co. Deswegen möchte ich einfach die Möglichkeit noch haben, falls jetzt was rauskommt, ein Foto machen zu können und dann zu schauen, ob ich es im Nachhinein retten kann. Videos wird schwer, jetzt wird es auch richtig windig. Ich bleibe noch, solange irgendwie Licht da ist, solange es noch irgendwie möglich ist. Wenn es ISO 50.000 ist, ist es ISO 50.000. Aber vielleicht habe ich ja Glück und es kommt noch irgendwas raus. Ich gehe jetzt langsam wieder zurück zu dem Startpunkt bei meinem Auto und laufe dann wieder entgegen des Windes in die Wiese hinein und bleibe diesmal auf der einen Seite vom Fluss. Aufschließen. Dreh mich um und auf dem Hügel auf der anderen Straßenseite stehen drei Rehe. In Silhouette perfekt, episch. Ich komme gerade nicht auf mein Leben klar.
Sag mir mal einer, man kann bei dem Licht keine Fotos mehr machen. Ich hätte wirklich kein brauchbares Bild mehr machen können. Ich habe den ISO hochgepusht. In Wahrheit ist es viel dunkler, als ihr es gerade seht. Und Alter, wenn die da nicht an dieser Kuppe stehen würden und ich sie als Silhouette hätte, würde ich sie überhaupt nicht sehen. Das ist gerade einfach insane. Krass, einfach krass. Leute, ich filme gerade mit ISO 102.000. In echt sehe ich gar nichts mehr. Und die Kamera ist einfach ein Nachtsichtgerät. Klar wird das extrem rauschen, aber das ist krass. So. Das Licht ist komplett weg. Die Rehe sind ein bisschen weitergezogen und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Jetzt kann ich wirklich keine Fotos machen. Aber Alter, ich bin richtig impressed. Ich bin gespannt, wie die Aufnahmen am PC aussehen. Klar, ISO 100.000 wird verrauscht sein, aber so ISO 6400, das könnte schon cool aussehen. Ich bin richtig gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet. Und vor allem die Fotos und Videos, die dabei rausgekommen sind. Ich finde, wir hatten richtig Glück. Zuerst mit den Bisamratten, dann am Ende nochmal die Gruppe Rehe. Das hat echt nochmal viel aus dem Tag rausgeholt. Ich bin richtig zufrieden. Jetzt fahre ich aber nach Hause. Lasst gerne ein Like auf dem Video da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.